Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Filmbesprechung. Ihr kennt ja unseren Kanal mittlerweile schon relativ gut. Da wird euch natürlich aufgefallen sein, dass wir versuchen, auf diesem Kanal immer wieder eine gute Mischung zu finden, wenn es um unsere Filmbesprechungen geht, zwischen den großen Blockbustern und den sehr, sehr kleinen Filmen, die bei ganz vielen vielleicht so ein bisschen vorbeigehen. Und genau um einen solchen Film soll es heute gehen. Denn ich befürchte, dass das ein Film sein wird, der bei sehr, sehr vielen überhaupt nicht am Zettel steht, von denen sehr viele Menschen nichts wissen, was sich ja auch im Moment in Hollywood so ein bisschen zeigt. Denn wir befinden uns mitten in der Award-Season und der Film geht komplett unter und ich finde es ein Skandal, dass es so ist. Es geht heute um Mass. Einen Film, den mir unser lieber Kollege, der Sevi, ganz wärmstens empfohlen hat. Er hat den schon weit im Vorhinein sehen dürfen. Jetzt war also auch ich dran. Und das war ein Filmerlebnis, das ich so schnell nicht vergessen werde. Worum geht's in Mass? Wir befinden uns in einem Kirchenhaus, in einem Gemeindezentrum, also Kirche mit angeschlossenem Gemeindezentrum, wo 4 Stühle stehen. Gegenüber an einem Tisch. An diesem Tisch werden im Laufe des Films 4 Menschen Platz nehmen. 2 Ehepaare. Ehepaar Nummer 1 sind die Eltern eines Attentäters, eines Amoklaufes an einer Schule. Elternpaar 2 sind die Eltern des ersten Opfers dieses Attentäters. Und man hat sich darauf verständigt, nach langer Konsultation mit Psychotherapie, mit Menschen, die da mit dabei waren, irgendwo in der Aufarbeitung, dass es eine sehr heilende und gute Geschichte wäre, wenn dieses Treffen stattfindet. Denn man möchte darüber sprechen, warum das hat passieren können. Wo liegen die Gründe? Wem kann man irgendwo die Verantwortung dafür übertragen? Und gibt es sowas überhaupt? Wie die Frage noch, wer ist denn eigentlich schuld an diesem fürchterlichen Attentat? Kann man das überhaupt so eindeutig beantworten? Oder ist es im Grunde eigentlich nur, dient es eigentlich nur der Konfrontation, dieses Treffen? Das sind die großen Fragen, die Mass versucht da zu beantworten. Und ist von Haus aus ein Thema, das natürlich sehr, sehr nahe geht. Gerade weil dieses Thema School Shooting in diesem gesamten Film nicht einmal so wirklich aufgegriffen wird. Dieser Term fällt nicht. Das kann man sich selber zusammenräumen, worum es da so gegangen ist bei diesem Attentat. Aber es wird nie wirklich hundertprozentig gesagt, so und so und so, das ist der Term und damit fahren wir jetzt. Sondern der Film, oder das Drehbuch besser gesagt, verlässt sich voll und ganz auf die Emotion, die da im Grunde dabei hängt und bei der wirklich Ursachensuche und Analyse der Gefühle, die da so mit einhergehen. Und zwar weniger bei den Betroffenen als viel eher bei denen, eben in dem Fall bei unseren 4 ProtagonistInnen, die da so mit im Fokus stehen. Das Drehbuch gehört mit zum Besten, was ich in den letzten Jahren so gesehen habe, ja, und gehört und vernommen habe und verarbeiten habe müssen. Denn was das Drehbuch da sehr, sehr intelligent macht, meiner Meinung nach, ist diese große Schuldfrage, die da im Raum steht, immer wenn sowas passiert. Das Drehbuch geht gar nicht diese Mühen ein, die man eingehen könnte, wenn es Hollywood-esk wird, dass man da wirklich versucht, eine Antwort drauf zu finden. Unsere Protagonistinnen versuchen natürlich schon, das irgendwo rauszukitzeln, wo ist jetzt wirklich der Grund, warum sowas passieren kann. Da kommen dann die Videogames daher, da kommt dann das Elternhaus daher, da kommt dann das daher, dass man isoliert war, dass man Vorgeschichten hat und so weiter und so fort. 100.000 Motive, allerdings so wirklich festgezogen wie jetzt nicht. Ja? Und darum geht es in dem Film auch gar nicht. Der Film möchte keine Ursachenforschung betreiben, der Film möchte im Grunde nichts anderes darstellen als die Ohnmacht, der man eben so gegenübersteht, wenn sowas passiert. Eigentlich weiß man nicht so wirklich, warum das so läuft, was einen Menschen wirklich dazu bewegt, so was Fürchterliches zu machen. Dass es allerdings sehr, sehr schwer zu erklären ist und vor allem sehr, sehr schwer ist, damit umzugehen, mit den Folgen, dass sowas haben kann, das wird einem nur sehr unverblümt dargestellt.
So ein Drehbuch kann allerdings nur funktionieren, wenn die Performances und die Darstellung dem entsprechen. Und meine Güte, tun sie das. Da haben wir es mit vier Schauspielerinnen zu tun, die am absoluten Zenit ihres Schaffens unterwegs sind. Allen voran, und das ist sehr, sehr schwer, da wirklich jetzt Performances rauszupicken und Dinge rauszuholen. Anne Dowd, die die Mama des Attentäters spielt. Super. Also das ist auf einem Level schauspielerisch, mimisch, Gestik, auch in der Stimme und in der, im Delivern der Lines. Ja, großartig. Ja, also Anne Dowd ist wirklich ganz, ganz sensationell. Jason Isaacs spielt den Vater des ersten Opfers. Ah, ihm muss ich ehrlich sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen in der Minderheit. Ich hätte ihm das nicht zugetraut. Bin restlos begeistert von seiner Performance. Generell ist es aber ein Stück, oder ein Stück sage ich jetzt schon fast, und da sind wir jetzt dann beim anderen. Es ist ein Film, der natürlich sehr über seine Performances kommt. Und über das, wie gewisse Lines einfach rüberkommen. Da ist. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, das ist ein Erlebnis, das man aber auf das man sich einlassen muss. Denn Mass ist alles andere als leichter Tobak. Das ist wirklich teilweise sehr, sehr schwer zu ertragen. Gerade deswegen, weil es eben keine eindeutigen Antworten auf gewisse Fragen gibt. Manchmal in gewissen Situationen entlässt einen der Film da in Gedanken, die, puh, also man muss schon sehr kämpfen mit dem Film zwischendurch. Es ist nicht kein Easy Watch, aber ist auf jeden Fall wert, dass man sich auf diesen Film grundsätzlich einlässt. Der Film wird auch ein bisschen kritisiert zwischendurch. Eben genau deswegen, weil man ihm vorwirft, gewisse große politische Themen gar nicht erst aufzumachen. Diese große Thematik mit Waffenlobby, Waffengesetze, Zugänglichkeit und so. Wird zwar mal kurz angerissen, allerdings nicht weiter verfolgt. Dementsprechend, da gibt es natürlich viel Kritik, vor allem aus dem europäischen Raum, warum das der Film nicht wirklich sich traut, das auch wirklich zu benennen und die heißen Eisen auch wirklich ordentlich anzufassen. Trotzdem möchte ich den Film ein bisschen Gnade vor Recht walten lassen. Es ist ein Film, der vor allem auch für amerikanische Audienzen funktionieren muss. Und das wird er sicher nicht, wenn man gleich schon von Haus aus reingeht und die Hälfte der potenziellen Demografie da mal außen vor lässt. Also, da würde ich jetzt mal ein bisschen zurückschalten. Ja, europäischer Film würde da vielleicht anders rangehen. Trotzdem, für einen amerikanischen Film finde ich Mass irrsinnig mutig. Weil da durchaus einige Dinge schon angesprochen werden, die wirklich, wirklich wichtig sind, relevant sind und über die man schon auch sehr, sehr gut diskutieren kann. Wo liegen jetzt meiner Meinung nach ein bisschen die Schwachstellen von Mass? Es gibt nicht viele, sage ich gleich dazu. Ich habe es schon vorher mal kurz angedeutet, Stück. Böse Zungen könnten jetzt natürlich sagen, das erinnert viel eher an ein Theaterstück als denn an einen Film. Hat man am Punkt, stimmt, zu bissel. Da steht allerdings dann die Schlussszene komplett außen vor, denn die ist absolut cinematisch. Auch da gibt es wieder Kritiken, die gibt es ja nur, damit es einen Oscar-Moment gibt. Finde ich gar nicht. Finde ich nämlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, für mich hat es weniger Play-Charakter gehabt, als ich gedacht habe. Weil das Drehbuch das hinkriegt, den SchauspielerInnen Lines in den Mund zu legen, die sehr, sehr natürlich daherkommen. Gell? Also wenig künstlerisch, Monologe fühlen sich wirklich als solche auch an, die aber nicht gekünstelt oder verkünstelt werden, sondern durchaus sehr nachvollziehbar ja, geschrieben und gebracht werden. Mit was ich eher ein bisschen ein Problem habe, es ist ein Feature-Film-Debüt, das. Also wirklich für ein Debüt, gell? Chapeau. Natürlich ist es dann bei Debüts manchmal so, dass man bewusst ein bisschen experimentieren möchte, dass man bewusst ein bisschen eine Handschrift irgendwo reinbringen könnte. Sache ist, das hätte der Film halt absolut nicht gebraucht. Ich hätte bei dem Film gut und gerne auf ein paar visuelle Experimente verzichten können, auf ein Shaky Cam verzichten können, auf eine Bildformatspielerei verzichten können. Ich hätte es auch nicht gebraucht, dass da zwischendurch dann irgendwelche Landschaftsaufnahmen zu sehen sind. Warum? Hat für mich nichts gemacht, ganz im Gegenteil, hat mich dann in gewissen Szenen sogar ein bisschen rausgerissen. Schade, weil das Thema des Films gar nicht notwendig hätte, dass man da großartig rumspielt. Da sind wirklich, das ist also ein klassisches Beispiel von wegen, let the words talk. Ja, das reicht in dem Fall. Trotzdem ist Mass eine uneingeschränkte Sehempfehlung. Wenn der dann mal bei uns im Kino startet, bitte, bitte.
springt sie über einen Schatten. Das ist ein sehr, sehr kleiner Film. Keinen großen Verleih hinter sich und punktet jetzt auch nicht mit den großen A-Lister-Namen, aber Mass ist Schauspielerkino auf absolut höchstem Niveau ausgestattet mit einem tollen, tollen, tollen Drehbuch, eines der besten der letzten Jahre meiner Meinung nach, der sich ein paar Spielereien zu viel erlaubt, aber an sich wirklich eine absolut runde Geschichte. Es kriegt von mir von 10 möglichen gerade 8 Punkte. Ganz, ganz toller Film, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Macht das bitte, auch wenn das Thema wirklich schwer ist und vielleicht auch immer wieder für europäische Audienzen, weil es her immer wieder. Ja, das ist halt wieder so ein amerikanisches Thema, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, das jedem angeht. Tatsächlich. So mit, auch mit ein paar Untertönen, die so mitlaufen. Ich glaube, da kriegt man auch als Mensch, der in unseren Breiten lebt, doch das ein oder andere mit. Vorsicht allerdings noch einmal, das ist keine Nachmittagsunterhaltung. Wirklich nicht. Auf das muss man Lust haben, auf das muss man sich einstellen, vorbereiten und auch im Nachhinein vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich bin mir ganz sicher, der wird auch bei euch nachwirken. Damit darf ich mir auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.